So, der neue Pokémon Sonne und Mond Trailer ist da. Ich finde, naja, er ist besser als erwartet. Wir haben ja wirklich gesagt, alle wieder damit gerechnet. So, hier habt ihr 10.000 neue Pokémon, nehmt sie und seid glücklich. Und ich dachte mir ehrlich gesagt so, ich will nicht 10.000 neue Pokémon, ich will was Interessantes haben. Und tatsächlich haben wir dieses Mal was Interessantes bekommen. Wir haben auch wieder Pokémon bekommen. Wobei ich sagen muss, es waren dieses Mal deutlich weniger Pokémon als beim letzten Mal, zum Glück. Und eigentlich waren, sag ich mal, bis auf zwei Pokémon waren alle davon eigentlich irrelevant. Denn, ja, das eine Pokémon ist halt so ein Vogel, der halt auf jeder Insel irgendwie anders ist. Ob er jetzt, sag ich mal, diese Form immer behält, ich gehe davon aus, dass er es tut, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, ich habe es mir jetzt nicht genau durchgelesen. Interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht, weil der Vogel interessiert mich nicht. Dann gibt es dieses Pokémon mit dem Namen Metenno. Das ist, glaube ich, das Interessanteste der neuen Pokémon gewesen. Denn es hat einfach die Fähigkeit Limit Shield und das ist eine neue Fähigkeit. Und ich glaube, es ist auch das einzige Pokémon, was diese Fähigkeit dann wahrscheinlich erstmal haben wird. Denn es ist eine Art Hülle, sag ich mal, drin. Und diese blättert halt immer nach dem Cup ab. Und je nachdem, welchen Schutt es, sag ich mal, absorbiert hat, nimmt es eine andere Farbe an. Und das ist interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob die Farbe jetzt, sag ich mal, noch irgendetwas, bewirkt quasi. Hoffentlich, das wäre, glaube ich, ganz cool. Jetzt überleg mal, ihr greift dieses Pokémon mit einem Elektro-Pokémon die ganze Zeit an, was, glaube ich, nicht sehr klug ist bei einem Gestein-Pokémon, wobei es ist noch Flug. Dann könnte es halt einfach interessant sein, ob es dann vielleicht, sag ich mal, vielleicht eine Attacke oder sowas oder eine Resistenz dadurch entwickelt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bekommt es danach eine Angriffsform und das ist ganz interessant. Und die Hülle ist, glaube ich, irgendwie, so wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, bei der Hälfte der Maximalwert der KP ist die weg. Und ja, aber genug von den neuen Pokémon, kommen wir zum wirklich interessanteren. Denn es gibt neue Formen, und zwar die sogenannten Alola-Formen. Das heißt, es gibt jetzt neben den Mega-Entwicklungen eine Alola-Form. Und ich finde das ganz interessant. Pokowai sieht ziemlich seltsam aus. Aber Vulpix und Sandan sind ziemlich cool, weil sie wurden einfach zu Eis-Pokémon. Und das passt einfach mal so überhaupt nicht in das Alola-Bild. Wobei es passt zu der Insel unten rechts auf der Karte. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich finde die cool. Ich mag die Eisform von Sandan und Vulpix und Voluna und so. Finde ich ganz cool. Und ja, schreibt mir eure Meinung auf jeden Fall zu denen in die Kommentare. Dann gab es noch, sag ich mal, neue Funktionen. Und zwar die Z-Attacken. Von denen wussten wir ja quasi schon. Und ja, es wird anscheinend nicht so eine Quajutsu-Style-Trainer-Fusionskram geben. Nein, es sind die Z-Attacken. Müsste das Z vielleicht eine Anspielung an Zygarde? Wir wissen es nicht. Ist aber auch egal. Denn diese Z-Attacken haben halt mit dem Armringen, sag ich mal, des Trainers zu tun. Sie können nur einmal pro Kampf eingesetzt werden. Und ja. Ja, auf jeden Fall ist das ganz interessant. Diesen Armring gibt es übrigens auch beim Verkaufsstart zu Sonne und Mond als Spielzeug zu kaufen. Also wer Bock hat, ne? Link in der Beschreibung. ja, ansonsten Pokémobili kennen wir quasi schon. Man kann jetzt auf Glurak sich fortbewegen. Ist jetzt so ähnlich dann, denke ich mal, wie das mit Latias und Latios. Und Tohaido und Pampros, das wissen wir eigentlich quasi schon. Ist ganz interessant. Und ja, ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen zu den neuen Sachen. Das war es eigentlich im Grunde schon. Ich finde es ziemlich cool. Ach halt, da gibt es noch etwas, was mich eigentlich zum Aufstoßen bringt. Denn es sind die Inselwanderschaften. Es ist cool, dass sie das Arena-Leiter-Konzept quasi, sage ich mal, ein bisschen über Bord geworfen haben. Allerdings muss ich zu den Inselwanderschaften sagen, das ist irgendwo auch uncool. Und zwar fucking uncool. Denn liest man sich den Kram durch auf der Webseite der Pokémon Company, und dann erfährt man etwas darüber und dann denkt man sich so, na, muss das jetzt sein? Also ihr dürft euch das so vorstellen, es ist halt so ein Dude, auf jeder Insel gibt es einen Dude. Die Namen könnt ihr gerade eingeblendet sehen im Trailer. Da gibt es auf jeden Fall auf jeder Insel einen Dude und zum Beispiel den Maho, die Maho, sorry, ist eine die. Und die sagt dir dann so, yo, also du willst Prüfung bestellen? Ja, dann bring mir mal hier ein bisschen Zucker, ein bisschen Mehl, bisschen ein paar Eier, ne? Ich muss nämlich Kuchen backen, weißt du? Und dann denke ich mir so, ey, please, muss das sein? Ich will jetzt nicht die komplette halbe Insel absuchen nach irgendwelchen Items. Da komme ich mir vor wie jeden billigen MMO oder so, wo ich einfach irgendwelche Kacke suchen muss, von A nach B rennen darf. Und ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist ziemlich doof. Es gibt auch Quiz. Das ist, denke ich, ein bisschen angenehmer.
Aber ich weiß nicht, ich halte überhaupt nichts davon, von Punkt A nach B zu rennen und dann wieder zu einer Person zurückzukehren und sagen so, hey, guck mal, hab ich gefunden. Nee, überhaupt nicht mein Ding. Also von dem mit den bring mir das und das, würde ich sehen, dass es gut integriert ist und dass es nicht nervig ist und dann bin ich glücklich, aber ansonsten bin ich das absoluter Bullshit. Ansonsten, danach muss man auf jeden Fall gegen ein sogenanntes Herrscher-Pokémon der Insel kämpfen. Das ist ziemlich interessant. Wobei, ich weiß nicht, ich glaube, die Competitive-Spieler werden sich da denken, so, Pokémon, ich muss gegen ein normales Pokémon kämpfen. Ach ja, lass mal stecken. Ansonsten gibt es halt noch die große Prüfung am Abschluss. Es gibt halt einen sogenannten, naja, Insel-King, einen Inselkönig und, ja, Hala zum Beispiel, den wir alle erst als Professor dachten, dass er das wäre, ist so ein Inselkönig und gegen den darf man dann kämpfen. Er setzt quasi dann am Ende, sag ich mal, den richtigen Arenaleiter. Das heißt, man hat eigentlich auf jeder Insel dann so eine Art, naja, Mission, die du erledigen musst. Danach darfst du gegen Pokémon kämpfen und danach darfst du gegen den Inselleiter kämpfen. Sugoi, richtig toll. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das wirklich besser finde als die normalen Arenen. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Aber mal gucken, wie das wird. Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Was haltet ihr von den Inselwanderschaften? Was haltet ihr von den neuen Pokémon? Die habe ich jetzt, sag ich mal, ja, ich fand die jetzt weniger interessant. Bis auf halt, sag ich mal, den Meteno. Der war ganz interessant. Die Alola-Form finde ich auch ziemlich cool. Und ansonsten die neuen Pokémon. Ja, ne, Donald Trump ist jetzt so richtiger Donald Trump geworden. Also es sieht halt noch viel mehr danach aus. Ja, weiß nicht. Ist, ne, ja, ist halt Donald Trump. Und der Rest war halt so, ja, mäßig. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Würde mich interessieren. Haut rein, bis dann und ciao!